Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Berliner Verwaltung soll besser werden. Regierender empfängt frisch gebackene Volleyballmeister und das Wetter, die Wolken nehmen zu und auch der Regenschirm wird in den nächsten Tagen gebraucht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten. Die Berliner Behörden sollen deutlich besser werden und Bürgern wie auch Unternehmen mehr Service bieten. Vertreter des Senats und der Bezirke unterzeichneten dazu am Dienstag im Roten Rathaus einen Zukunftspakt Verwaltung. Geplant sind unter anderem eine klarere Aufgabenverteilung zwischen Landes- und Bezirksebene, mehr Zusammenarbeit und mehr Digitalisierung. Die Abteilungsstruktur der Bezirksämter soll vergleichbar werden. Zudem soll es dort künftig 6 statt 5 Stadträte geben. Die Arbeit der Verwaltung in Berlin gilt in vielen Bereichen als ineffizient. Viele Bürger beklagen einen hohen Aufwand und andere Probleme bei Behördengängen. Der Senat und mehrere Kooperationspartner starten ein neues Projekt gegen Judenhass. Unter dem Motto Tu was gegen Antisemitismus ist eine Reihe von Dialogveranstaltungen geplant, in die Jugendeinrichtungen, Nachbarschaftszentren, Vereine, kirchliche Einrichtungen und andere Initiativen eingebunden werden. So sollen mehr Menschen in die Lage versetzt werden, Antisemitismus zu erkennen, zu benennen und sich dagegen positionieren zu können, wie die Senatskanzlei am Dienstag mitteilte. Initiatoren des Projektes sind die Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Sauschan Cepli, sowie die FC Flick Stiftung und die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Jüdische Organisationen ebenso wie Politiker beklagten zuletzt eine Zunahme von Antisemitismus in Berlin. Höhere Mieten, vor allem in Berlin, haben dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen auch im Auftaktquartal Auftrieb gegeben. Der operative Gewinn stieg im Jahresvergleich um 16,5% auf 144 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Für das Jahr 2019 peilt der Konzern weiterhin einen operativen Gewinn von 535 Millionen Euro an. Die Vertragsmieten stiegen in den ersten 3 Monaten des Jahres auf vergleichbarer Basis um 6,1% auf 205 Millionen Euro. Im Durchschnitt betrug die Miete pro Quadratmeter 6,68 Euro. In Berlin lag sie mit 6,75 Euro darüber. Im Kampf gegen steigende Mieten und Wohnungsnot waren zuletzt Forderungen nach einer Enteignung von Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen laut geworden. In Berlin werden Unterschriften für ein entsprechendes Volksbegehren gesammelt. Ermittler des Landeskriminalamtes suchen mithilfe von Bildern aktuell nach 2 agierenden Betrügern. Den beiden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich zwischen dem 19. September 2018 und dem 22. März 2019 mit gefälschten Ausweisen Geld von Banken in Berlin und Umgebung haben auszahlen zu lassen. Die Polizei spricht von knapp 30 Fällen, in denen das Geld von fremden Konten entwendet wurde. Dadurch ergaunerten sich die Männer über 100.000 Euro. Und wir kommen zum Sport. Ein wenig ausgelaugt, dafür aber umso glücklicher, präsentierten sich die Spieler und Verantwortlichen der Berlin Recycling Volleys im Roten Rathaus zum fast schon traditionellen Meisterempfang beim regierenden Bürgermeister Michael Müller. Dieser würdigte die Leistung der Volleyballer auch als Sportbotschafter der Hauptstadt. Am Sonntag sicherten sich die Berliner ihren 10. Meistertitel in einem packenden Match beim Dauerrivalen in Friedrichshafen. Am Ende der Saison steht der abermalige Titel für die Berlin Recycling Volleys. Ehrlich gesagt, dass es sich bessert, hat sich schon vor den Playoffs gezeigt. Aber das Gefühl, dass wir dieses Jahr noch Meister werden können, habe ich beim zweiten Spiel der Finalserie bekommen, weil ich da gesehen habe, dass wir einen sehr guten Volleyball spielen können. Wir haben das erste Spiel in Friedrichshafen 3-0 katastrophal verloren. Und von da an hatte ich das Gefühl, jetzt geht's aufwärts. Die Meisterschale ist schon was Besonderes hier bei den Volleyballern. Die ist wirklich verdammt schwer und auch nicht hübsch. Aber es ist toll, dass die Volleys jetzt zum 10. Mal Meister geworden sind und 4-mal hintereinander. Das ist einfach auch für die Sportstadt Berlin toll. Für Sebastian Kühner war es der letzte Besuch im Roten Rathaus als aktiver Spieler der Volleys gewesen. Der Kapitän beendet seine Karriere und wird sich künftig erst einmal der Familie widmen.
Wir wussten, dass die Saison sicherlich nicht so glatt von Anfang bis Ende durchlaufen wird, aber dass wir vor allen Dingen auch so lange Probleme haben werden, das ging ja bis in den Januar rein. Das war schon aufregend und auch herausfordernd für alle Beteiligten. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir wirklich dann in den letzten ein, zwei Monaten das wirklich geschafft haben, unsere Form zu finden und dann am Ende auch zu gewinnen. Spandau 04 reist als letzter der achter Gruppe zum letzten Champions-League-Spiel nach Kroatien. Die Gastgeber gehen als Mitfavorit ins Final Eight im Juni in Hannover. Mit einem Überraschungssieg könnten die Wasserfreunde höchstens noch den letzten Tabellenplatz an Waspo Hannover abgeben, wenn der nationale Erzrivale zugleich gegen Mladost Zagreb verliert. Waspo ist als Gastgeber beim Champions-League-Finalturnier dabei, unabhängig von der Gruppenplatzierung. In den bisher 13 Gruppenspielen hat Spandau nur 2 Heimsiege und ein Remis bei 10 Niederlagen erreicht. Auswärts blieben die Spandauer ohne jeden Punkt. Im Vorjahr waren sie beim Endturnier in Genua Achter geworden. Manager Peter Röhle betonte vor dem international letzten Saisonspiel: Wir wollen uns anständig verabschieden und unser gutes Gesicht zeigen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist der Hauptstadthimmel wolkenlos, die Temperaturen sinken auf 3 Grad. Der Mittwoch startet noch mit einer leichten Bewölkung. Im Laufe des Tages zieht es sich dann aber komplett zu. Dafür bleibt es überwiegend trocken. Bei einem frischen Wind aus Nordost bewegen sich die Temperaturen maximal bis 12 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage verspricht erst einmal nichts Gutes. Am Donnerstag und Freitag zeigt sich der Himmel bedeckt und die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, ist an beiden Tagen hoch. Dafür soll dann das Wochenende ausgesprochen schön starten. Am Samstag können wir uns über viel Sonne und Temperaturen um die 22 Grad freuen. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.